Hallo, ich mache jetzt mal eine kleine Osterdeko. Da kann man jetzt ja schon mit anfangen und sich das hinstellen. Und ich mache jetzt was für einen entweder kleinen Tisch oder Kommode, Ecktisch. Auf jeden Fall etwas für einen nicht so großen Tisch. Ich will das bei mir auf eine Kommode stellen. So, und dazu habe ich jetzt hier so ein Nest aus Reisig. Das habe ich schon ein paar Jahre. Das benutze ich immer wieder. Kann man selber machen, kann man auch kaufen. Dann habe ich hier Straußeneier, und zwar halbe und ganze. Wir sind mal auf einer Straußenfarm gewesen und haben dort die Eier gekauft. Und dann hat man gleich hier so einen Ring zum drunterlegen, damit der steht. So. Und den benutze ich jetzt aber nicht, weil nur den halben. So, und da passt das Ei hier wie durch Zauberhand hier perfekt rein. Und dann kommt hier ein Glasgefäß und dann kommen hier drei Tulpen rein und Zweige. Und dann werde ich das Ganze mit ein paar Wachteleiern dekorieren. Und dann habe ich auch da auf der Straußenfarm Straußenfedern gekauft. Zum Beispiel diese etwas kleineren braunen. Und jetzt keine Angst, die werden denen natürlich nicht ausgerupft. Die verlieren die und dann wird das einfach dort aufgehoben und so kann man die kaufen. Wir verlieren ja auch Haare morgens und die rupft uns keiner aus. Und die sind aber wunderschön und das lohnt sich wirklich mal, eine Straußenfarm zu besuchen. Und das haben wir gemacht. Ein ganzes Stück hinter Kiel ist eine, es gibt hier noch mehr im Norden, aber das war richtig nett und da war auch ein Café. Also da muss man mal googeln und da findet sich bestimmt überall was. So, wie gesagt, jetzt kommt das hier in mein Nest und da brauche ich weiter nichts. Hier habe ich ein bisschen Reis, man kann auch Sand nehmen, reingetan, damit mir das Glas jetzt gleich nicht durch die Gegend rutscht. Wenn das zu rutschig ist, ich habe immer ein bisschen Rindenmulch. Damit kann man das hier noch so ein bisschen fixieren. So, da kommt gleich eine Feder drüber. Und dann kann das auf gar keinen Fall wegrutschen. So, jetzt mache ich mir das Glas hier rein. Und stecke erstmal Vorführeffekt. Na klar, das waren meine Tulpen und das Tulpenwasser. So. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Zweigwerk schneiden, klein schneiden. Das ist nichts besonders Interessantes. Die habe ich von draußen. Das ist eigentlich Unkraut, sieht aber auch ganz dekorativ aus. Und dann habe ich hier noch so einen gedrehten Zweig mit so gedrehten Zweigen. Das wird auch hübsch aussehen. So viel braucht man nicht, weil das Glas ist ja klein. So. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Zweige zurechtgeschnitten und die hier schon mal reingesteckt, Wasser reingegeben. Jetzt habe ich hier noch so einen etwas größeren, knorrigen Zweig. Den werde ich mir hier noch mit reinlegen, so hinten dran, dass das so ein bisschen an den Seiten vorguckt. Das stört mich aber hier. Das schneide ich ab. So. Ja, das ist lang genug. Und jetzt kann ich hier meine Straußenfedern schon mal. Das habe ich fixiert hier. Das wackelt jetzt überhaupt nicht mehr. Und jetzt werde ich hier meine Straußenfeder hinten schon mal reinstecken. Das eignet sich dann wirklich gut mit so einem Reisignest. Das ist prima. So, und noch eine zweite. Das reicht mir auch. Nicht zu voll. So, das finde ich ganz gut so. Die dritte brauche ich nicht mehr. So, dann kann ich mir jetzt die Tulpen ein bisschen einkürzen und dann werde ich sehen, ob ich noch mehr von dem Zweigmaterial noch dazu nehme. So, erstmal nur ein bisschen Blatt ab. Ne, das wird mir zu lang. Ich möchte die Zweige etwas höher rausgucken haben. Einfach, weil ich das schöner finde. So, und durch die Zweige halten die Tulpen jetzt natürlich wunderbar. Erstmal genauso, ja. Kann ich noch etwas mehr. Zack. So, die nächste.
Ja, die muss ich kürzer. Und wem das zu leer ist, der kann natürlich mehr Tulpen reinstecken. Ich finde das aber mit dreien ausreichend. Die mache ich jetzt etwas kürzer. Und hier werde ich auch immer nur ein bisschen Wasser nachgießen. Und wenn die nicht mehr schön sind, dann tausche ich die aus. Und so kann ich das bis Ostern immer so weitermachen und brauche nicht jedes Mal einen neuen Strauß haben. So ist das schon ganz gut. So, dann habe ich hier noch meine Wachteleier. So, die werde ich mir hier so ein bisschen ranklemmen. Ja, das geht. Oder auch nicht. So, und dann mache ich noch eins hier vorne hin. So, man könnte die jetzt natürlich auch mit Heißklebepistole ankleben. Das werde ich aber nicht machen, weil das wird einfach fest stehen und da fummelt man nicht dran rum. Hier liegt es auch gut. Also wie gesagt, mit Heißkleber ist das natürlich auch kein Problem. So, ich werde jetzt hier noch ein kleines bisschen Meerzweig reinstecken. Das mache ich jetzt gleich weiter. Und man könnte jetzt hier an die Seite auch noch was reinmachen, aber ich finde das ganz gut so. So, und dann habe ich hier einfach so ein paar Blätter noch. Die fliegen jetzt ja nun überall draußen rum. Und die stecke ich mir mal einfach mal hier so oben rein, um den Rand so ein bisschen so, einfach, dass es so aussieht, als ob die da reingeflogen wären. So, ein bisschen natürlich. Und fertig. Und dann sieht das auch schon nicht mehr leer aus. So, und mir ist das auch genug. Noch mehr wäre mir zu viel. So, jetzt werde ich das noch mal einmal gleich ordentlich hinstellen, damit ihr das sehen könnt, wie das dann richtig gut aussieht. So. So, hier ist jetzt meine kleine Osterdekoration mit den Tulpen in der Beerenfarbe. Was natürlich noch schöner aussehen würde, wäre Tulpen in Gelb. Das wäre farblich dann irgendwie so mehr Osterthema. Die habe ich auch und das werde ich gleich euch nochmal zeigen. Kleinen Moment. So, und so sieht das Ganze dann mit gelben Tulpen aus. Das ist natürlich auch ganz hübsch und hat mehr einen österlichen Charakter. Ich verbinde immer Gelb und Grün mit Ostern. So, ich hoffe, das gefällt euch. Dann schreibt mir das doch bitte in Kommentare. Und vielen Dank fürs Schauen. Tschüss.